Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge War Thunder. Wir werden direkt in die neue Schlacht starten, denn wir kriegen gleich neuen Panzer. Verstärkung für unseren Sturmgeschütz 3. Was ist das, ein Sturmgeschütz 3E? Ne, 3F. Ne, doch, 3A. Ah. Ne, doch, 3F. Mann, ich bin hier völlig durch den Wind. Ja. Und dann würde ich sagen, entweder ihn hier oder lieber ihn hier, würde ich sagen, oder? Ja, wir würden eh mittelschwere Panzer. Wieso hat der nur? Der Marder wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir werden zuerst auf ihn hier machen und uns dann einen weiteren von dem, oh, den hier vielleicht. Ah ja, das dauert ja. Sag mal, was ist denn hier los? Ich glaube, wir nehmen den Panzer 3J1. Die verlassene Fabrik. Die ist ziemlich großflächig, die Map. Eigentlich relativ gut für ein Sturmgeschütz, oder? Wir werden auf jeden Fall erstmal unser dickes Sturmgeschütz nehmen. Achso, weil ich gewechselt habe oder was? Kann ich es hier einfach so wechseln? Boah, das ist eine richtig geile Map hier. Ich will nicht zu nah dran. Ich werde mal ein bisschen gucken, wo die ganzen Gegner sind. Also wo die ganzen Gegner auf den ausgewiesenen Sektor. Ich gehe mal mehr in die Richtung. Was sagt der? Gar nicht auffällig. Auf die Karte. Ja. Na komm schon! Wo ist denn das nächste Ziel da? Alter, der ist ja richtig explodiert. Oh, scheiße, da ist ja noch einer. So. Jetzt, nein, ich wollte gerade fett. Mann! Ich wollte gerade weg. Boah, dann kam der von der Seite auf und. Mann. Elf. Boah.
Was hält der Wolf? Boah, die Karte ist aber krass. Ich habe die gar nicht so krass in Erinnerung. Ach, weil ich auch anders bin. Ah, ich war auf der anderen Seite, glaube ich, damals. Ja, damals. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich die Karte gespielt habe. Bums. Ich will hier unter die Brücke. Boah. Was? Hä? Der, oh Mann! Boah, das. Oh, haben die Gegner immer so viel Glück? Wir haben ein Gebiet eingenommen. Super! Ja, super. Ich habe schon zwei Panzer verloren. Super. Gott. Das geschieht im Recht. So geht's schneller. Oh, Scheiße, nein! Und wo war ich? Getroffen. Hallo? Nein! Von da hinten, nein! Nein! Ich hasse das!
Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich noch in Brand stecken? Sind die behindert? Was war das denn für eine Scheiße? Oh, Alter. Ich muss diesen Panzer unbedingt loswerden, weil es ist zu schlecht gepanzert. Oh. Naja. Jetzt müssen wir hier elendig zuschauen. Ah, so kann ich umschalten. Ernsthaft? Krass. Okay, das sah schon geil aus. Das muss ich ihm lassen. Oh, da fliegt noch was. Oh, ne. Da gibt's keine Action. Da gibt's auch keine Action. Was ist hier los? Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ach, die kann man zerstören, toll. Danke. Boah. Oh. Ich glaube, da ist keiner mehr drin. Sieht schon geil aus, das Spiel. Und ich muss sagen, es sieht wirklich geiler aus als World of Warships. Ja. Ja. Alter! Oh. Boah, Alter, was? Krass. Oh, süß! Der Feind liegt. Ein Stucker. Glaube ich. Scheiß Kamera. Oh. Ja, gut. Aber dafür haben wir einen neuen Panzer. Eigener Platz im Team 6. Erstellen. Jo. Jo. Tja, wen müssen wollen wir jetzt machen? Der hier. Der hat eine bessere Bewaffnung.
Und auch eine bessere Bewertung. So. Gab es hier nicht irgendwo ein Sturmpanzer? Nee, der war das nicht. Ein Sturmpanzer mit, okay, na gut, egal. So, Besatzung. Gucken wir uns erstmal die Besatzung an. Qualifikation. Was? Achso. Ja gut, müssen wir erstmal machen. So, unser neuer Panzer. Mit einer größeren... Geil. Mit einer größeren Kanone. Unten, ich glaube, ein höheres... der Turm sieht ein bisschen höher aus. Und hier fehlt so auch die Abdeckung. Die ist bei dem hier dran. Bei dem hier fehlt die. Die ist einfach nur da. Hm. Vielleicht als bessere Panzerung oder so. Keine Ahnung. So. Wie sieht denn eigentlich die Panzerung aus zwischen den beiden? 50-30-30. 50-30-30. Turmpanzerung 50-30-30. 50-30-30. Durchschlagsleistung 133. Und der hier nur 54. Oh Gott. Okay, das wird heftig. Was wollen wir denn als erstes erforschen? Also als erst... ja genau, als erstes brauchen wir auf jeden Fall. Oh. Scheiße. Scheiße. Ich hab... Nein. Oh, ich hasse das. Das hasse ich an diesem... Ja gut. Das ist nix. 175, 80. Ja, das sind Rauchgran. Also auf die... Die hier sollte ich dann gehen. Okay. Toll. Jetzt, sowas ist zum Kotzen. Naja, gut. Macht ja auch nichts. Eigentlich wollte ich die nie benutzen. Ist nur halt blöd, dass ich die jetzt benutzen musste. Nee, Ersatzteile. Ist besser. Besser, wenn man hier halt seinen Panzer reparieren kann. So, als nächstes gehen wir zur Individualisierung. Und gucken uns mal erstmal die Anstriche hier an. Wintertarnanstrich. Was müssen wir dafür machen? 105 besiegte Spieler. Wow. Und hier 150 für den Wüstentarnanstrich. Hm. Aber wollen wir natürlich nicht machen, weil... Oh. Mein Wecker, warum auch immer. So. Wir haben hier einmal diese Lackierung. Das ist eine Wüstenlackierung. Sieht nicht schlecht aus. Dann haben wir das hier. Ja gut, das sieht ein bisschen... Sieht aus wie so eine digitale, so einen digitalen Anstrich. So einen digitalen Tarnanstrich. Mann. Hm. So. Ach ja. Okay. Wer Anime mag, wird diesen Panzer bestimmt kennen. Ja. Das ist aus dem Anime Girls and Panzer, ja. Ich mag diesen Anime, ich guck den, hab den gerne geguckt. Und ja. Aber ich habe auch noch die zweite Version davon. Nämlich das hier. Das würde ich nämlich lieber nehmen. So.
Die hier nehmen wir. Man kann da auch nichts ändern. Gut. So, gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.